Österreich ist ein Tourismusland und auch Vorarlberg zieht jährlich mehrere Millionen Gäste sowohl im Winter als auch im Sommer an. Was schätzen die Gäste an Vorarlberg und welche wirtschaftlichen Vorteile bringt der Tourismus? Unsere Gäste schätzen dieses Land, weil wir gute Gastgeber sind, das darf man so sagen, weil wir gute Qualität anzubieten haben und natürlich mit der Natur und mit einem alpinen Raum Sommer wie Winter tolle Angebote haben. Und der Vorarlberger Tourismus ist volkswirtschaftlich betrachtet eine echte Größe im Land. Das bedeutet, dass die Tourismuswirtschaft im gesamten Land auch Wohlstand sichern kann. Vom Bodensee über die Städte bis hin in die Berge. Vorarlberg besitzt viele unterschiedliche Regionen. Erfolgsrezepte im Tourismus lassen sich deshalb nicht auf alle Regionen gleich anwenden. Ich denke, was Vorarlberg da ganz besonders auszeichnet, ist so die Idee der Tourismusmanufaktur. Also nicht alles gleich zu machen, so mit der Idee der Tourismusindustrie, sondern diesen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten seinen Platz auch zu geben. Und deshalb haben wir dann auch sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Regionen und natürlich ist nicht alles eins zu eins kopierbar. Aber was dann die Vorarlberger dann wieder gemeinsam stark macht, ist, dass sie beispielsweise so eine sehr hohe Intelligenz entwickelt haben oder eine Kultur auch der Auseinandersetzung mit neuen Angebotsgestaltungen. Also wie kommen wir denn zu guten neuen Produkten? Und das braucht viel Reden, das braucht miteinander sprechen und diese Art des Miteinanderarbeitens, das ist wieder in allen Regionen sehr ähnlich. Wichtig für eine gemeinsame Strategie ist auch der Austausch unter den Tourismustreibenden und Inputs von externen Experten. Beides findet sich auf dem jährlichen Tourismusforum, welches in diesem Jahr sogar ein Jubiläum zu feiern hat. Also das heurige Tourismusforum steht unter dem Motto 125 Jahre Vorarlberg Tourismus. Wir haben Geburtstag, aber das ist nicht dazu da, um sich selbst zu feiern, sondern einen Blick zurückzuwerfen. Was hat eigentlich diese Vorarlberger Tourismuswirtschaft auch stark gemacht? Was können wir daraus auch für Lehren ziehen? Wie können wir uns damit dann auch für den Blick in die Zukunft wappnen und auf unsere Stärken setzen und damit auch die Zukunft des Vorarlberger Tourismus gut mitgestalten. Also die Partnerschaft mit Raiffeisen war eine naheliegende, eben dadurch, dass Raiffeisen sehr breit im ländlichen Raum, dort wo nämlich auch der Tourismus in Vorarlberg in allererster Linie stattfindet, eben auch präsent ist. Und dieser Wunsch, neben sozusagen Infrastrukturen mit zu unterstützen, an dieser Weiterentwicklung mitzuarbeiten und das aber auf guten, soliden Beinen zu tun, war naheliegend, dass man sich dann auch als Partner gefunden hat, sich angenähert hat. Und inzwischen ist es eine gute Tradition, dass wir mit Raiffeisen dieses Tourismusforum ausstatten. Wir können hier die Innovationspreise auszeichnen und da ist die Raiffeisen Bank natürlich ein guter Partner, der uns auch finanziell, aber auch ideell unterstützt.